Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4 mit mir, DF. Ich habe gelacht, weil ich die Aufnahme angefangen habe, voll verkackt habe, den Titel des Spiels zu sagen. Und ich habe direkt dann den nächsten Versuch gestartet. Wir hauen die mal hier alle schnell kaputt. Relativ schnell. Ich wollte die Waffen noch wechseln. Also, ich habe jetzt nichts mehr gemacht seit der letzten Aufnahme. Die ist auch 10, 15, 20 Minuten her. Ich habe das einfach mal laufen lassen, das Spiel, und es hat nicht mehr abgestürzt. Und ich dachte, vielleicht läuft es ja jetzt, seitdem ich den Administrator da weggenommen habe. Also, dass es nicht mehr als Administrator startet. Oder beziehungsweise ich starte es als Administrator. Das ist nicht mehr. Und vielleicht hatte durch die Zwergenfreunde. Das können wir mal kurz lesen. Bevor ich meine Waffen wechseln. Kanonen rührt das Rumpeln etwa daher. Kanonenfeuer aus der Höhe haben die Panzer nicht entgegenzusetzen. Kristalle sind an der Oberfläche. Schnell, wenn wir uns nicht beeilen, werden die Zwerge ausgelöscht. Kane denkt auch nur die ganze Zeit an die Kristalle, ne? Komisch. Ist ja nicht so, als hätte er uns schon mal verraten. Ausrüsten. Ja, wie gesagt, ich wollte die Frostsachen wieder reinpacken. Ne, du hast ja nichts Gutes. Eisbrand. Ne, da nehme ich mal die. Können versteilen an Attacke 2. Ne. Lieber die Eispfeile. Und dann nehmen wir lieber eine Höllenkralle. Höllenkrallen. Und vergiften, meine Güte. Aber ich will die Eiskrallen haben. So, ich hätte das speichern sollen, aber. Ja, da passiert schon nichts. Erschlag. Wir hauen einfach drauf. Außer das Ei heilen wir ja nichts. Ich glaube, das Innere ist davon unangetastet. Du kannst mal springen. Du haust drauf, du haust drauf. Du kannst mal beten, auch wenn es nicht wirklich nützlich ist. Du machst mal ein Bio drauf. Dann hör mal auf, da so doof drauf zu kloppen. Was das? Kane kommt da jetzt runtergeschossen. Okay, schon gut. Jetzt können wir drauf kloppen. Okay, Bio macht da jetzt nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht mehr, gegen was du schwach warst. Wieder mal beten. Wir hauen einfach mal drauf, ne? Beschwören. Wir haben Titan noch nicht gesehen. Eigentlich haben wir ihn ja gesehen, aber nicht wirklich. Ganz am Anfang hat sie ihn ja mal beschworen und den Riss zwischen Mysidia, nicht Mysidia, dem Dorf des Nebels und ich hab's hoffentlich jetzt nicht weggedrückt. Ich hab's aus Versehen weggedrückt, weil ich den Sprung einsetzen wollte. Verdammte Hacke. Drauf alle. Ich mach mal Vitra. Auf alle. Hau drauf. Beschwören nochmal Titan, weil ich es nicht gesehen habe. Hau drauf. Ich muss da wirklich drauf aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen wegdrücke. Das ist so doof gemacht. Wenn ich da gerade seine Sachen am Auswählen, dann kommt die Animation und du drückst sie einfach weg, weil du deine Sachen am Auswählen warst. Verdammte Scheiße. Beten. Oh, Kane sieht nicht so gut aus. Ah. So viel zu Titan. Okay, Redias Stufe ist gestiegen. Okay. In 15 Minuten müsste das wieder abstürzen. Ich das jetzt nicht gefixt habe durch das nicht als Administrator starten.
Vielleicht war das der Fehler. Ich weiß, hier müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr lang. Wo Dr. Luke G. war. Aber ich will hier trotzdem lang, weil ich weiß nicht, was da noch so kommt. Feuerrahmen mögt ihr nicht. Da könnte ja noch was gewesen sein, laut Karte jetzt nicht, aber ich will mal auf Nummer sicher gehen. Nochmal beten. Vor allem am Anfang ist da gar nichts gewesen. Ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich irgendwie was anderes noch dazu habe, was ich damals nicht hatte. Ich habe haufenweise andere Programme laufen wie OBS oder InfraView, was Screenshots macht, aus denen ich dann die Dinges raussuche, die Thumbnails. Was habe ich noch laufen? Nvidia Broadcast, was Hintergrundgeräusche und Rauschen und so aus meinen Dingens entfernt, aus meiner Stimmaufnahme, was habe ich noch alles offen für die Aufnahme, Droidcam, weil ich benutze mein Android-Handy als Kamera und das Programm habe ich offen. Ja, das habe ich, ach scheiße, aber das hatte ich auch mal eine Zeit lang, also das hatte ich am Anfang nicht an. Das Programm. Könnte das jetzt der Übeltäter sein? Könnte, ne? Dann kann ich aber auch keine Facecam mehr drin haben. Juhu, dann sieht man dieses Drecksgesicht da nicht mehr. Ja, scheiße. Es ist irgendwie dann nicht so toll. Okay, hauen wir drauf. Dann weiß man die Medica auf Kane, damit er nicht versteinert. Und wenn er versteinert wird, soll ihn dann wieder entsteinern. Du machst das auch mal gerade auf dich selber. Na, okay, schon gut. Hefleck, da ist es doch. Das habe ich eben ganz hart gesucht. Wir hatten es noch nicht gelernt gehabt. Das Ding aber mit Droidcam, wenn es die Fehlerquelle ist. Ich habe eine Zeit lang mit Droidcam aufgenommen, ohne dass es ganze Zeit Abstürze gab. Ja, okay, hier ist einfach nichts. Ich bin ja letztes Mal einfach verschwunden, weil ich schnell speichern wollte, aber hier kann man auch nichts machen, ne? Ne. Ich wollte halt schnell speichern, bevor da wieder irgendwie ein Abschuss kommt oder so. Und dann der Kampf gegen Dr. Luge. Das hört sich an wie Lüge, ne? Luge. So komisch ausgesprochen. Dass der Kampf dann nicht gezählt hat oder sowas und jetzt ich ihn nochmal neu machen muss. Und der war ja ein bisschen schwer für mich, weil ich ein bisschen begriffsstutzig war, was dieses Gas macht. Ich dachte, Verteidigung, Schwarzmagie, Bio. Da ist das Vieh auch schon geschlüpft. So, will ich heilen? Ja, da kann man ja mal beten. Nichts Großartiges, aber nur ein bisschen heilen. Okay, wir sind aber auch ganz gut Level gestiegen durch das ganze Rumlaufen und so. Ist eigentlich alles okay momentan. Jetzt weiß ich nicht mehr, was für Monster hier auf dieser Ebene kommen. Wieder dieses Kackei, ey. Verteidigung. Ja, Schwarzmagie. Jo. Sprung. Lass mal beten. Gibt dir denn gut Erfahrungspunkte, der grüne Drache? Weil der nervt mehr als alles andere. Weil er so lange dauert, der Kampf.
schwer ist er jetzt nicht irgendwie, aber der dauert halt ein bisschen länger. Ich muss Titan sehen. Oh, drauf, bitte nicht. So, weiß mal wie. Bitgra. Ja, auf dich selber und nicht auf jemand anders. Ja, wieder herrlich. Ich hab's wieder weggedrückt, weil ich gerade am. Weil ich gerade am Auswählen war. Okay, Tür hab ich zu. Ich dachte für einen Moment, ich hätte noch die Tür offen. Hau drauf. Ja, sehe ich ja jetzt mal Titan. Weiß Magie. Vitra, aber diesmal wirklich auf alle. Okay, ich habe Angst. Okay, Vitra. Dann haut du auch mal schnell drauf. Und jetzt kommt die Animation. Schön angucken, aber die kennen wir ja eigentlich. Aber nicht in voller Gänze, weil ich kenne ja eigentlich nur das hier. Das haut da drauf und genau das. Weil das hat ja Rydia am Anfang ja eingesetzt, um sich vor Kane und Cecil zu schützen, weil sie ein bisschen Angst hatte. Voll gar gut. Dafür, dass sie Angst vor Feuer hatte, es einzusetzen, sie hat ja ganz schön starke Feuermagie. Ja, diese Charakter-Arc, die hätte man auch ein bisschen länger ziehen können als ich will kein Feuer absetzen. Aber du musst. Ja, okay, dann mach ich. Verreckt, Zwergenpack. Seid ihr nicht selber Zwerge oder sowas? Weg von den Kanonen. Ihr kommt ihr hier rein. Tötet sie. Okay, das sind ja nur ganz normale Gegner. Keine Ahnung, Aisra. Muss ich heilen? Ja, komm, ich kann Vitra machen. Aber der dürfte auch tot sein. Ja. Das war ja easy. Nein, aber ihr werdet uns nicht aufhalten. Ich hab euch doch schon besiegt. Jetzt kann niemand mehr die Kanonen stoppen. Oh nein. Ich werde ja nichts tun. Was passiert denn jetzt? It's too dangerous. I will take care of things in here. The rest of you, get out. Are you mad? It's too late, Jan. Forgive me. Der hat alle vier einfach mal weggetreten. Jan! Jan! If you should see my wife again, tell her to live enough for us both. Don't be a fool. Open the door. Young! Please, Young! Don't throw your life away! Young! It has been an honor fighting with all of you. Open the door, Young! Was hat er gemacht? Er hat sich einfach geopfert. Alles überhaupt was gebracht. Die Tür ist beschädigt und lässt sich nicht mehr öffnen. Ja, sollen wir dann hochgehen oder? Es gab ja noch irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich lang soll eigentlich. Vielleicht zum Teleporter. Hat er sich geopfert? Ja, die Musik ist aber mal wieder weg. Die Sterbemusik. Einer ist gestorben, yay! muss ich diesmal, glaube ich, ein bisschen intelligenter kämpfen, als einfach nur stumpf A zu drücken. Vitra auf alle, oder? Ja, komm auf alle. Ich
weiß nicht, was ihr nicht mögt. Deswegen einfach mal Blitzra. Dass es nicht getötet hat, ne? Okay. Aber wieso hat Yang sich geopfert? Also, es schien ja, es wäre einfach, also, als wäre es einfach nur explodiert, der ganze Quatsch. Und nicht, dass Yang da irgendwie was noch großartig gemacht hätte. Oder war, oder hat Yang sich selbst zum Explodieren gebracht? Oder, also, was ist da gerade passiert? Ihr mit Feuer nicht. Wie viel kostet der Feuer? Weiß ich, okay. Wie viel habe ich? Gehe ja sowieso jetzt zum Speicherraum und dann setze mir ein Zelt ein oder eine Hütte oder sowas. Je nachdem, wie viele Hütten ich noch habe. Setz mal Vitra auf nur auf Kane ein, weil der wird irgendwie nicht so richtig geheilt. Oder der kriegt zu viel aufs Fressbrett, das kann auch gut sein. Tschüss. Okay, dann nicht heilen. Ich wollte nochmal heilen, aber Kampf schon vorbei. Und da stürzt das Spiel wieder mal ab. Nur nach 17 Minuten. Yay, neuer Rekord. Ey, boah, meine Fresse, ey. Ich bin am Überlegen, ob ich das mal probieren soll ohne meine Kamera, ohne meine Facecam. Oder ich probiere mal was anderes. Also ich bin gleich zurück, ne? So. Was ich geändert habe, vielleicht sieht man an meiner Kamera. Musste die neu starten. Weil ich dachte, vielleicht wenn ich die als Administrator starte, die Kamera, das Programm, dann vielleicht... Vielleicht klappt das dann. Das muss ich mal eine Aufnahme machen. Ohne Facecam. Naja. Wir lesen mal, was die denken. Yang und auch die Zwerge. Alles das nur für uns. Oder für die Welt, besser gesagt. Yang, du warst bis zuletzt stark und gütig. Wäre ich bereit, mich zu opfern, so wie Yang es getan hat? Wollte mich auch beschützen, als Leviathan angriff, Yang. So, dann, Items. Eine Hütte oder ein Zelt. Wir haben ja nicht viel Leben verloren. Dann mache ich nur ein Zelt, damit ein bisschen MP wiederhergestellt wird. Und ich mache nicht mehr lang, weil ich kann das nicht mehr ab, dass das ganze Zeit abstürzt, das Spiel, also... Ich konnte mit halber Stunde konnte ich auch nicht leben, aber das ging ja fast noch klar. Dann mit 20 Minuten, das war schon ganz schön scheiße. Aber jetzt nach 17 Minuten willst du mich verkaspern. Nach 17 Minuten stürzt das Spiel ab, das kann doch nicht wahr sein. Ich gucke auch jetzt mal nach dem Kampf hier, was der Taskmanager sagt. Machen wir Eisgar. Lass ja mal beten. Eisgar ist glaube ich ein bisschen Overkill, ne?
Ich kann jetzt nicht einfach aufhören, weil die Aufnahme bis jetzt nur 20 Minuten geht. Geht 20 Minuten? Ich wollte sowieso beim Taskmanager was gucken. Dann kann ich auch mal gucken, ob ich irgendwie Quatsch gemacht habe mit der Aufnahme. Nee, ist noch alles okay. Das ist immer noch die zweite Aufnahme von heute. Ich guck mal, ob irgendwie was überlastet ist. Also überlastet ist nicht nix, aber die GPU ist ein bisschen ausgelastet. Nicht überlastet, aber ausgelastet. Mit ungefähr 60%. Aber das liegt auch daran, dass es nicht, weil das Spiel jetzt so grafisch intensiv ist, weil ich so viele grafische Sachen mache, wie zum Beispiel Facecam. Das Spiel aufnehmen, das Spiel an sich, dann noch Screenshots machen und so. Das geht so ein bisschen alles auf die GPU, aber das kann die alles gut ab. Deswegen weiß ich ja nicht genau, was da jetzt los ist. Schwarzmagie, Bio. Okay, du kannst beten. Ich habe so keine Lust mehr, um ehrlich zu sein. Das strapaziert meine Geduld hart, dieses andauernde Abstürzen. Geht auf keine Kuhhaut. Kann ich jetzt hier in den Teleporter? Aber außer Betrieb. Okay, jetzt ist die Frage, was und wo und überhaupt. Weil ich habe jetzt keinen weiteren Weg gefunden, so auf die Schnelle. Also haben die Dinger was zu bedeuten? Ja, auf der Map ist da was eingetragen, aber wie komme ich da hin? Also auf der linken Seite. Wie komme ich da hin? Ja, hier... Auf der linken Seite sieht man ja auch, da soll auch irgendwie was sein, aber wieder die Frage, wie komme ich da hin? Weil es gibt auch keine Einkerbung in der Wand oder so, dass ich da durch könnte oder sowas. Ich mach mal Bio auf alle. Schwarzechse. Wie teuer ist Bio? Also wie viel MP kostet das? Weil das ist eigentlich eine ganz gute Magie. Es ist die Frage nur, wie viel MP zieht das mir ab? Oder kann ich hier irgendwo durch und ich hab's einfach nicht gesehen, weil ich ein Volldepp bin. Nee. Wer greift gerade an? Ach, sie. Na, dann kannst du lieber beten. Gut, du haust drauf, du haust auch drauf. Schwarzmagie, Feuer. Ja, ist auch ein bisschen Overkill, aber naja. Komm, Vitra. Lass auch nochmal Vitra einsetzen, aber die werden höchstwahrscheinlich tot sein, deswegen kann ich gleich mit... Okay, oder sie sind nicht tot. Mach mal zwei Vitras. Und die sind doch alle schon ein bisschen angeschlagen, außer Cecil.
Ja, okay, der zweite war auch ein bisschen Overkill. War jetzt nicht notwendig gewesen. Ich mach mal ein normales Feuer, dürfte ja eigentlich reichen. Normales Feuer macht 800, meine Fresse. Die sind ganz schön empfindlich dagegen, ne? Okay, oder habe ich irgendwie eine Tür übersehen oder so? Kann man hier irgendwie... Ne. Wie komme ich jetzt weiter? Also mein erster Gedanke wäre jetzt einfach zurückgehen und gucken. Beten. Du magst ja kein Eis, deswegen Eisra. Ah, warte, ich kann ja noch angreifen. Voll Idiot. Okay. Wir sind so gut gelevelt, dass jetzt diese Gegner, die uns vorher ein bisschen Probleme gemacht haben, jetzt nicht mehr so wirklich Probleme machen. Kann ich hier irgendwie durch? Nein, nicht zielen, beten. Ich weiß gar nicht mal, was zielen macht, um genau zu sein. Weil das wird eigentlich so wirklich erklärt, was die Fähigkeiten machen. Wahrscheinlich unter Fähigkeiten, ne? Im Menü. Da wird einem das wahrscheinlich erst erklärt. Wen habe ich jetzt angreifen lassen? Außer Sessel. Ich glaube, das hat sich zurückgesetzt, weil der andere gestorben ist. Weil manchmal passiert das, wenn du gerade am Auswählen bist, was du machen willst, dann und einer stirbt, dann wird das zurückgesetzt, was du gerade am Auswählen warst. Man muss das nochmal neu auswählen. Kann passieren, ist auch ein bisschen nervig. Blitzka, wunderherrlich. Sind hier irgendwie Wege? Überrumpelt. Mach erstmal die da hinten weg, weil ich nicht weiß. Also die Leschi, weil ich nicht weiß, wie stark die ist und die ist mit einem Schlag halt tot. Dann auch den Schallgolem. Ich mach mal Feuer. Dann ist das Skelett auf jeden Fall schon mal weg. Hoffentlich. Und der Stahlgolem kriegt dann auch ein bisschen Schaden. Ja, okay. Genau so wie ich es gesagt habe. Geierhammer. Hm. Schon wieder. Den können wir gar nicht gebrauchen. Es sieht einfach gar nicht da ist. Und der ist der einzige, der Helmer tragen kann. Also so ist das. Muss Feuer. So. Ich hätte beten sollen, aber egal. Es wäre sowieso gar nicht durchgekommen, weil Feuer zuerst ist. Feuer tötet halt so ein Skelett auf jeden Fall. Oder wie sie heißen, keine Ahnung. Gucken wir mal hier, ob hier irgendwie was war, aber da ist auch kein geheimer Weg. Rausgehen, das intelligenteste ist. Was waren denn diese Wege hier alle? Die waren alles Sackgassen, ne?
beziehungsweise Schatztruhen überrumpelt. Okay, das sind Eisgegner anscheinend. Ist doof, dass ich jetzt Eiswaffen habe. Hier Tropon. Vitra. Oder, egal. Ich wollte eigentlich ein Vitra machen, aber jetzt zu spät. Ob ein Feuerradar wirklich ausreicht? Ja, wahrscheinlich. Weil wir haben ja mit 4 Schlägen so einen kaputt bekommen und die sind noch schwach dagegen, also. Oder auch nicht, ich dachte, das wäre ein Eisviecher. Okay. Vitra auf alle. Ich merke gerade, wie laut der Xbox One Controller überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob man das hören kann in der Aufnahme. Hau drauf. Aber das ist ja unnormal, wie laut das ist. Ah, kacke. Du sollst ja auch gar nicht angreifen. Egal. Tod ist tot. Ich schau nochmal nach, wo hier es lang ging. Ja, hau drauf. Vitra, ist das nötig? Nee, nicht wirklich. Vitra. Ich weiß nicht, ob das jetzt so intelligent ist, wieder rauszugehen. Wo ist denn Blitz? Oder. Also Blitzgar. Blitzgar haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen, deswegen setze ich das mal ein. Doch wahrscheinlich von Teller oder so, aber. Von Epicare. Hau drauf. Ich habe jetzt auch wirklich nicht hingeguckt, um ehrlich zu sein, wie die Animation aussah. Okay, hier ist auch wieder in dem Gelände. Wortwörtlich, weil hier ist wieder das Spiel abgestürzt. Wisst ihr was? Ich gehe einfach zum Speicherdingens und höre auf. Weil das macht so keinen Spaß mehr. Ich weiß echt nicht, woran das liegen kann. Vielleicht ein Droidcam, aber dann kann ich keine Facecam mehr aufnehmen. Außerdem gab es auch eine Aufnahme mit Droidcam, wo es alles supi lief. Ohne wahrscheinlich ein oder zwei Abstürze, aber die hatte ich am Anfang auch. Aber jetzt ist es ja unerträglich. Ich, mach mal. So, läuft wieder. Okay, hier bin ich reingegangen. Und dann ist das ja abgestürzt. Wird hier irgendwie. Wahrscheinlich kann man nur irgendwie von oben in die anderen Gänge rein. Ja, deswegen wird das wahrscheinlich nichts. Ich hab was gesehen, was sehr Interessantes. Was mich aber auch ein bisschen beunruhigt, um ehrlich zu sein. Feuer. Ich gucke nochmal in den Task Manager, weil da habe ich jetzt gefunden, dass, wenn, also ihr könnt das nicht sehen, aber wenn, hallo, bin ich im Spiel drin? Ja, war ich nicht. Also als das Spiel ist ja abgestürzt und als ich es geschlossen habe, ging die GPU-Leistung von 60 auf 20%. Es kann nicht sein, dass so ein Puppelspiel, ich habe mich sowieso schon gefragt, 60% für so, also ich habe zwar viel im Hintergrund laufen und so, aber das ist doch schon ein bisschen heftig, ne? Und es kann ja nicht sein, dass für so ein Puppelspiel, ich meine, guckt euch die Grafik an. Dass da so die GPU so ausgeschöpft wird.
Aber überlassen tust eben nicht. Das ist halt das Merkwürdige. Komisch. Ich setze noch mal ein Zelt ein. Ein Zelt dürfte reichen. Und dann speichere ich hier und dann... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Weil Google nützt eigentlich an sich ja auch nichts, weil ich habe schon alles gegoogelt, was man da googeln kann. Und die meisten haben da eh keine Ahnung. Es sind zwar viele, die sagen, ja, ich habe hier Probleme und so. Aber die meisten sagen, ja, ist ja... persönliches Passion, ne? Also, sucks to be you. Also... ja... da gibt's keine Lösung. Die meisten haben irgendwelche Probleme, dann fangen Leute an, es irgendwie zu lösen, zu wollen. Da hilft meistens nichts. Oder wenn, dann ist das wirklich sehr speziell. Von System zu System irgendwie anders. Einer hat es geschafft, das Problem zu lösen, indem er Windows neu aufgesetzt hat. Ja, das mache ich jetzt. Ich habe ja sowieso nichts Besseres zu tun. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Windows neu aufgesetzt habe, aber das ist mir sowas zu doof, das zu machen. Schon ewig her, ne? Aber das nächste, was ich gemacht habe, was jetzt keine Windows neu, also nicht Windows neu aufsetzen war, aber als ich eine M2 bekommen habe, habe ich von einem Datenträger auf den neuen Datenträger auf die M2 meine Festplatte drauf, also alles, was auf der Festplatte war, von einer auf der anderen drauf gezogen. Nicht einfach mit der Drag and Drop, so funktioniert das nicht, sondern ich habe einfach die Festplatte geklont. So geht das. So hat es dann auch funktioniert. Aber dann Windows nochmal neu aufsetzen, nur damit irgendein Spiel funktioniert. Ehrlich, habt den Knall. Wer auch immer das denkt, dass das eine gute Idee ist, habt den Knall. Übrigens, habt ihr Knall, Square Enix, dass ihr so ein Fuck überhaupt rausbringt und nicht irgendwie patcht. Vielleicht ist der neueste Patch nicht drauf. Kann ich mir aber nicht denken, weil der letzte war 2014. Ich guck mal nach. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.